Einfach Orkus. Ich werde das letzte Lebewesen sein, wenn ich fertig bin. Der Kosmos wird dann vollkommen sein, frei von den schreienden Abscheulichkeiten, die alle anderen Lebewesen sind. Heute erzähle ich euch die uns bekannte Geschichte über Orkus, Prinz der Dämonen, Herr der Untoten und Meister der Vampire. Er ist die Verkörperung eines Dämonen, 6 Meter groß, die Füße der einer Ziege, der Kopf ein grässlich gehörnter Totenschädel eines Bocks, massiv schwarze Flügel der einer Fledermaus und ein Körper aus einer Kombination aus Oger und Ork. Sein Sitz ist die 333. Ebene des Abyss, auch Thanatos genannt. Eine karge Landschaft, übersät mit zertrümmerten Nekropolen und Horden von Untoten, die auf der Oberfläche herumstreifen. Und von hier steuert er die Armeen der Finsternis, auf der Suche, eines Tages göttliche Macht zu erlangen und den Untod über die Ebenen des Multiversums zu verbreiten. Doch wie fing eigentlich alles an? Naja, so wie viele mächtige Demon Lords, welche sich nach Macht im Abyss sehnten, so startete auch Orkus als Sterblicher auf der Prime World. Er war ein böser Zauberer, sehr wahrscheinlich als ein Priester einer dunklen Gottheit. Nach seinem Tod wanderte seine Seele, wie war es anders zu erwarten, in den Abyss, wo er sein Nachleben als niedere Larve verbrachte. Doch anders als viele anderen, verhalf sein starker Wille, ihm Stück für Stück wieder an Macht zu gewinnen. Und mit diesem Aufstieg verbrachte Orkus die nächsten 1000 Jahre. Mit wachsender Macht änderte sich allerdings auch seine Form, immer und immer wieder. Zunächst war er die kleine, mickrige Larve, daraufhin wurde er zu einem Mane, und viele weitere Formen später dann der Orkus, so wie wir ihn kennen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was es bedeuten muss, sich von der mickrigsten Lebensform mit dem niedrigsten Ansehen im Abyss bis hin zur absoluten Spitze heraufzuarbeiten. Doch an dieser Stelle gibt es in der Dungeons & Dragons Lore eine kleine Abweichung, beziehungsweise es gibt 2 verschiedene Herkunftsgeschichten, und deswegen will ich euch die andere nicht vorenthalten. Denn in dieser Geschichte wird erzählt, dass Orkus einer der Primordials war. Gottgleiche Kreaturen, die während des Krieges der Morgenröte anwesend waren. Dort haben Götter gegen eine Art vorzeitliche Dämonen gekämpft. Einer von diesen Dämonen war Obok-Sop. Er hatte den Splitter des absoluten Bösen gefunden, womit er in die astrale Plane reiste, um die ultimative Macht über das gesamte Multiversum zu erlangen. Doch der Plan misslang, als Obok-Sop von Orkus und den anderen Primordials niedergestreckt wurde und aus seinem Niedergang aus dem Splitter des absoluten Bösen der Abyss entstand. Dabei ritt Orkus entlang der Blutpassage und stieg dabei zu einem Dämonenlord auf. Aber wie auch immer die Story mit Orkus begann, im Anschluss wurde Ork Prinz der Untoten und übernahm die 333. Ebene, die Domäne Thanatos. Von da an gab es viele verschiedene Events, die Orkus zu dem machten, wofür viele ihn kannten. Zunächst gewann er immer mehr an Macht. Er korrumpierte mächtige Blutlinien, besaß Liches als seine Diener und schaffte es sogar, einen seiner damaligen Erzrivalen, den Dämonen Baphomet, gefangen zu nehmen. Doch auch viele Dämonen folgten ihm, teils freiwillig, teils aus Angst, teils aus Gier nach Macht. Doch letztendlich waren die Scharen an Untoten das größere Markenzeichen für Orkus. Mit Loth, dem Demigorgon und einigen wenigen anderen Dämonenfürsten war Orkus einer der mächtigsten Dämonenlords im Abyss. Doch es gab auch einige bedeutsame Rückschläge in der Geschichte von Orkus. Im Jahre der Schatten, als die Duergar von Deeperath den Versuch unternahmen, um einen Avatar von Orkus zu beschwören, stahlen einige Abenteurer den Stab von Orkus.
Ein Artefakt, das in der Lage war, jedes Leben zu vernichten. Doch irgendwie gelang es den Abenteurern, den Stab zu vernichten und Orkus mit dieser Schmach der Niederlage zurückzulassen. Doch auch so gab es einen Zeitpunkt, wo seine Macht in gewisser Form Göttlichkeit erreichte. Das machte ihn jedoch auch arrogant und unvorsichtig. Das ging so weit, dass er sogar den ewigen Konflikt zwischen ihm, dem Demigorgon, und Grast kaum noch Beachtung schenkte. Das führte letztendlich dazu, dass Orkus in seinem eigenen Palast von der Drow-Demigöttin Kiaran Saleh erschlagen wurde. Diese übernahm daraufhin sein Reich im Abyss und formte es nach ihrem eigenen Bild um. Trotz seiner Vernichtung sorgte ein Ausbruch von negativer Energie dafür, dass Orkus mit neuem Namen Tenebris zurückkehrte und wieder an Macht gewann. Bei seiner Wiederauferstehung stolperte er über einen Zauber aus längst vergangener Zeit. Dieser Zauber war in der Lage, selbst Götter zu vernichten und wurde von Mystra persönlich vor langer, langer Zeit vom Antlitz der Welt getilgt. Mittels dieses Zauber sah Orkus die Möglichkeit, seine Macht wiederherzustellen und in die Reihen einer Gottheit aufzusteigen. Doch nur ein extrem mächtiges Wesen wäre in der Lage, diesen Zauber zu sprechen. So begab sich Orkus auf die Suche nach den Überresten seines Stabes, um mit seiner Kraft mächtig genug zu sein, um das Wort der Macht zu sprechen. Dabei tötete er auch mehrere Gottheiten, so wie Primus, den Gott der Modrons, diese kleinen, zahnradmäßigen Kreaturen. Doch kurz bevor Orkus sein Ziel erreichen konnte, wurde er jedoch von sterblichen Abenteurern gestoppt und erneut vernichtet. Kurz vor seinem Tod gelang es ihm jedoch, seinen Stab wieder zu manifestieren und zu verstecken. Einige Zeit später wurde Orkus dann von einem seiner Hohepriester und Sklaven durch ein blasphemisches Ritual auf der Astralebene erneut wieder erweckt. Orkus forderte daraufhin seinen Namen und sein Königreich Thanatos zurück und rief sich erneut zum Fürsten der Untoten aus. Nach seinem zweiten Tod und Wiedererweckung behielt Orkus seinen Status als Dämonenfürst bei und gab sich nicht länger damit zufrieden, in seinem Palast innerhalb seines Reiches zu verweilen. Er versuchte sofort, die Reiche seiner beiden meistgehassten Rivalen zu erobern und schickte seine Horden von Untoten und Dämonen aus, um deren Macht an sich zu reißen. Doch seine verlorene Göttlichkeit Tenebris existierte jedoch weiterhin als Essenz der Ebene und konnte von Hexenmeistern weiter angerufen werden. Irgendwann nach seiner Wiederherstellung als Dämonenfürst schmiedete Orkus ein kompliziertes Komplott, um die Macht aus dem Herzen des Abgrunds zu stehlen und sie zu nutzen, um die Raven Queen in ihrem Palast im Schattenfell anzugreifen. Doch auch dieses Mal wurde sein Vorhaben von einer Gruppe mutiger Abenteurer unterbunden und sein Vorhaben, die Göttlichkeit zu erlangen, vereitelt. Ich weiß, es gibt noch unheimlich viel zu Orkus zu erzählen, doch so viel erstmal zu seiner Hauptstory. Wenn ihr noch mehr hören wollt oder euch irgendein anderes Thema interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auf Instagram, TikTok oder wo auch immer ihr wollt. Ich bin sehr happy und freue mich über jede Nachricht von euch. Ansonsten lasst mir ein Like da oder ein Abonnement. Ich würde mich unheimlich freuen. Und ansonsten euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.